Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Dragon Ball Z Burst Limit. Beim letzten Mal hatten wir den Kampf gegen Raditz. Dieses Mal trumpfen wir auf mit Piccolo. Und das heißt Piccolo gegen Raditz. Wir spielen ja wie gesagt erstmal auf sehr leicht durch. Ich habe mir jetzt auch gar nicht groß die Steuerung nochmal angeguckt. Ich schmeiße immer mal wieder so einen Kampf rein. Werde versuchen mich immer auch an die Steuerung nach und nach zu gewöhnen. So, wir werden wahrscheinlich sowieso alle Schwierigkeitsgrade durchspielen. Mal gucken, wie es so gelingt. Aber mit der Zeit, denke ich mal, wird man sich schon einigermaßen an die Steuerung gewöhnen. Es kommt natürlich auch darauf an, inwiefern wir hintereinander manchmal Fights machen. Dieses Mal ist wieder nur ein Fight dran. Ich muss nachher noch... Ja, genau, One Piece wird noch aufgenommen. Mal schauen, was das noch so wird. Das ist ja... Das ist vielleicht auch gar nicht so clever, One Piece hier nach aufzunehmen, weil die Steuerung gar natürlich noch hackeliger ist. So, wir werden jetzt hier mal eben... Ah, okay, Koppelspirale, alles klar. So langsam... Ich wollte gerade sagen, so langsam gewöhnt man sich da wieder dran, ne? Ja. Oh ja. Ich bin leider irgendwie mit Piccolo ein wenig langsamer gefühlt. Autsch. Autsch. Den hier einmal, dann den. Okay, das stört ihn jetzt gar nicht so weit. Piccolos 5, ja, Höhenspirale, die habe ich eben gemacht. Ist bloß leider ein wenig dran vorbeigeflitscht. Man hätte so viel mehr aus den, oder mich hätte so viel mehr interessiert, was noch so möglich gewesen wäre mit den ganzen Charakteren. Raditz war ja leider sehr schnell. Das gibt's nicht, ey. Da konzentriere ich mich einfach zu sehr drauf, die Höllenspirale nochmal zu probieren. Und krieg dadurch hier ganz schön auf die Omme. So, bam, 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 bam. Nein, verdammt. Nochmal. Jetzt, komm. Der muss doch sitzen, oder? Okay. Ultimative Finisher. Okay, nur Raditz jetzt wegzumachen ist vielleicht auch ein bisschen lame. So, das war auf jeden Fall zu kurz. Jetzt ist die Frage, ob wir auf leicht nochmal in den Kampf reingehen oder wie wir das am besten machen. Frühstücke ich gleich sehr leicht und leicht hintereinander ab. Könnte man vielleicht machen, oder? Oder sollen wir direkt den nächsten Kampf machen? Komm, wir machen direkt den nächsten Kampf, oder? Das ist sonst auch alles ein bisschen blöd. Also so ist ein bisschen kurz mit 3 Minuten jetzt. Hätte man vielleicht direkt hintereinander machen können, Son Goku und Piccolo. Als mit Raditz sozusagen als Gegner. Das wäre. Da werde ich mich vielleicht mal ein bisschen dran orientieren. Ein bisschen versuchen. Als nächstes kommen auf jeden Fall die Pflanzenmänner. Feinde von unten. Natürlich auf sehr leicht machen wir denn jetzt einfach mal weiter und versuchen dann einfach mehrere Kämpfe reinzuhängen. Und dann auf leicht oder normal irgendwann ja, werden dann die Kämpfe wahrscheinlich länger dauern und dann kommen wir so ein bisschen vor wie die Lottokugeln. So, als nächstes ist Tenshin Han dran, ne? Fine. I'll go. Ich lasse das jetzt einfach immer durchlaufen, was die so schneiden, ne? Also, ich meine, es ist irgendwie dann doch immer wieder das Gleiche. Aber dadurch, dass wir es jetzt zum ersten Mal wieder zocken, nach so vielen Jahren, würde ich sagen, lassen wir es einfach durchlaufen. So, komm her. Na gut, also Pflanzenmänner fertig zu machen, wird ein bisschen tricky werden, weil sie eben auch so klein sind, ne? Also, das muss man hier... Warte, ah, verdammt. Jetzt. Nein, das ist gar nicht greifen. Wollt ihn greifen? Jetzt. Bam. Okay. Das war die Hiku-Kanone, ne? Wenn du sie einsetzt, dann bist du tot oder sowas, ne? Okay, er ist wirklich tot. Also ich meinte eher, dass das sowas ist wie zum Beispiel Explosion oder Finale bei Pokémon, genau, bei Voltoball und so. Zack. Also hier sind es so... zu sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Pflanzenmänner, aber es sind eben
Ja, pro Balken ein Pflanzenmann sozusagen. Ne? Also wie viele Balken hat man denn? 4 oder 5? Also kommen denn auch 4 oder 5 Homies? Können wir ihn hier nicht direkt wegmachen mit dem Ding? Ah, knapp. Mach mal so. Schade, dass die Giko-Kanone da nicht einmal komplett alles abzieht. Pflanzenmann 4 erscheint. Okay, komm her. Bam, 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 bam. Also Tenshin Han ist ja als Vater auch ziemlich nice, ne? Ja, komm, machen wir direkt. Ich wollte gerade sagen, machen wir direkt nochmal den hier. Aber offensichtlich hat er da nicht so Bock drauf. Doch jetzt. Da ist er ausgewichen, der kleine. Der kleine Mann. Der nervige Mann. Pflanzenmann. Und erstmal geblendet und tschüss. Doch nicht. Hat nicht gereicht. Machen wir den Special Finisher KO. Dann haben wir mit Tenshin Han das Ganze auch nochmal gerissen. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, wer der Gegner ist und dann entscheiden wir. Wir entscheiden jetzt einfach immer von Gegner zu Gegner. Also ob der Part jetzt beendet wird oder nicht. Gucken wir einfach mal. Wir könnten nochmal was dranhängen. Wenn Vegeta der nächste Gegner wäre, dann würde ich jetzt hier schon an dieser Stelle beenden, weil Vegeta ist schon wieder ein Hauptcharakter, so, da kann man schon mal einen eigenen Part für auf. Aber wir gucken mal. Wir verwandeln die auch jetzt nicht unbedingt so das Problem. Was mich damals an diesem Spiel so ein bisschen genervt hat, was ich sehr schade fand, eigentlich war es ja storytechnisch alles ganz cool, aber du kannst, glaube ich, keinen dreifachen Super Saiyajin machen. Siehst du, als nächstes kommt Yamchu. Der hat ja auch die Pflanzenboys, gegen die er da fightet. Ich weiß noch damals, das habe ich wahrscheinlich beim ersten Let's Play auch schon erzählt, damals konnte ich diese eine Folge nicht gucken. Das hat mich so geärgert und nächsten Tag dann in der Schule erstmal gespoilert worden. Ja, okay, Yamchu ist angetreten gegen den Pflanzenmann und der ist draufgegangen, weil der von hinten an ihn rangesprungen ist und dann explodiert ist. Und dann habe ich an dem Abend die Folge geguckt, so. Also sprich eine Folge danach. Und dann hast du nur gesehen, wie er da halt rumlag. So, zack. Ey, die werden aber ganz schön ab jetzt hier, oder was? Wolfs! Alter! Der wehrt schon ordentlich die Packung hier ab. Das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. War doch auch die Attacke, die er da irgendwie neu gelernt hat, oder? Die haben doch auch teilweise irgendwelche starken Attacken dazu bekommen. Krillin hatte doch diesen Energiediskus. Na, komm her. Boom, der war schön. Achso. Das irritiert mich immer. Ich warte dann immer so. Müsste er nicht aufstehen? Nö. Also hier merkt man schon, die sind irgendwie ein bisschen. Also der erste zumindest, der war schon ein bisschen stärker gemacht als der von Tenshin Han. Kamehameha hier nochmal. Kannst du nochmal den hier haben, aber das war. Okay, er hat beides gemacht. Er ist einfach. Er hat gelegen und hat ihn trotzdem irgendwie abgewehrt. Zack. Oh oh. Ey, ich habe auch. Wow. Gleich dreimal die Nummer. Ich habe auch ein Special Move hier gemacht. Zack. Wolfs Technik und weg ist er. Ich mag ja die Optik auch so, dass das so gezeichnet aussieht und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Also mir haben diese Spiele immer ein bisschen mehr gefallen, wenn mir die Story so vorgegeben wurde. Ne? Also das habe ich zum Beispiel auch bei ganz anderes Game, bei Need for Speed Underground. Da wurdest du einfach von, also da hattest du dann so eine Auswahl an Rennen, die du fahren konntest. Und wenn du die dann bestanden hast, hast du eine neue Auswahl gekriegt an Rennen, die du fahren konntest. Ne? Du hast das sozusagen systematisch abgearbeitet. Und hier hast du die Story, dass du von Gegner zu Gegner geschmissen bist. Und sozusagen hattest du ja hier auch die Möglichkeit, ob du noch mit Piccolo antreten willst oder nicht. Und weil das musstest du ja jetzt nicht mehr machen, weil du ja mit Son Goku das erste Ding schon gewonnen hast, wurdest du automatisch in den dritten Kampf gegen die Pflanzenboys da weitergeleitet mit Tenshin Han. Ja, und dadurch habe ich das beim ersten Mal Let's Play auch übersehen und vergessen und dann später nachgereicht, weil ich da in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde. So, ich glaube, ich spiele das Spiel jetzt zum dritten Mal selbst. Also komplett durch. Ich habe es einmal privat vor Jahren, als ich das Spiel neu bekommen habe, gespielt und einmal aufgenommen und das zweite Mal nehme ich ja jetzt nach ein paar Jahren eben wieder auf. So, hier der Move. Aber ist er eben nicht an den Rücken rangejumpt? Ne, vielleicht irre ich mich auch. Ja, worauf ich hinaus wollte, ich habe eigentlich den Faden verloren. Worauf wollte ich eigentlich hinaus?
Achso, ja, dass du von Typi zu Typi weitergeleitet wirst, von Gegner zu Gegner, von Rennen zu Rennen. Das fand ich immer ein bisschen cooler als diese Open-World-Kacke, wo du dann erstmal selber hinlaufen musstest oder mit deinem Auto dahin fahren musstest und dann gibt's dann nachher auch die Schnellreise oder so. Für mich waren das halt nie so Open-World-Games wie, was weiß ich, wie Assassin's Creed oder Witcher oder sowas. Und dann war es halt leider schade, dass immer wieder irgendwelche Open-World-Dinger da draus gebastelt wurden, wo du dann so MMO-mäßig und so von A nach B laufen musstest. Manche mögen's, ich mag's nicht so. Ich will lieber die straighte Story, wo du denn so schlauchmäßig, ne, manchmal kann es auch so ein bisschen Open-Schlauch sein, wie zum Beispiel bei Uncharted oder so. Aber ich mag es trotzdem am liebsten, wenn du sozusagen vielleicht noch so drei Mann dann zur Auswahl hast oder drei Frauen als Gegner zur Auswahl hast und dann die systematisch abarbeitest und nicht, ja, wir haben jetzt hier komplett die Card und dann, ja, mach was draus. Und du so, ja, und das erschlägt mich jetzt hier gerade alles. Eigentlich will ich doch bloß ein paar Fights. Weil das ist so das Klassische für mich. Bei Need for Speed will ich bloß ein paar Rennen. Hier bei Dragon Ball will ich bloß ein paar Fights. Da will ich nicht durch irgendwelche Welten laufen und sowas. Weißt du, wenn ich das will, dann zocke ich Pokémon. Mal ganz krass runtergebrochen. Natürlich kann es auch cool sein, durch eine Dragon Ball Welt zu laufen. Aber der muss die Welt halt auch ein bisschen was hergeben, ne? So Witcher-mäßig oder so. Das ist halt immer blöde, wenn die Welt halt, wenn sie damit angeben, ja, die Welt, das betrifft jetzt nicht unbedingt Dragon Ball, aber das betrifft ja auch so Sachen wie Assassin's Creed oder was weiß ich. Wenn du eine mega krasse Welt hast, die so übelst krass groß ist, aber da halt nichts los ist und du von A nach B laufen musst oder dann mit dem Pferd reiten musst und sowas und die ganze Zeit nur so denkst, ah komm, der macht die Welt doch nächstes Mal wieder ein bisschen kleiner und dann gib mir doch hier ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Action und nicht, ja, mach mal. So, das war nochmal ein kleiner, ein Rant war es ja jetzt nicht, aber ein kleiner Zwischenschnack. Da könnte man wahrscheinlich in einem anderen Video besser drauf eingehen. Als nächstes ist Nappa der Gegner und das machen wir natürlich dann im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sack ich einfach.